Ganz viele User wollten ja von uns wissen, wo macht ihr eigentlich dieses fantastische Tagesfazit? Und dieses Rätsel, dieses Mysterium wollen wir jetzt auflösen. Wir sind bei Devolver, den Indie-Entwicklern. Genau, Devolver Digital. Devolver Digital. So, jetzt sprichst du mal ganz deutlich aus. Die stellen uns hier diese Stellfläche zur Verfügung, wo wir uns hinstellen können. Wunderschöner Asphalt und vor allem das Interessante sind die ganzen Trailer hier in diesem Trailerpark und hier gibt es ein bisschen was zu grillen und so weiter und was zu futtern und das kommt ganz gut gelegen, wenn man dann den ganzen Tag auf der Messe unterwegs ist und sich super tolle Sachen anschaut. Das ist das Stichwort. Auch am Tag 2 haben wir ganz viele coole Dinge gesehen, Präsentationen, Hands-on, geile Sachen gesehen, Olaf. Was war so dein persönliches Highlight von heute? Ja, also was ich wirklich nicht schlecht fand, war, dass ich heute Morgen dann eine Stunde verbringen konnte beim Entwickler, beim hauptverantwortlichen Projektleiter von No Man's Sky, dem hochgehypten Weltraum-Erkundungsspiel. Da gab es interessante Aussagen, die so ein bisschen eben die Benutzeroberfläche erklärt haben und so weiter und was die Motivation eigentlich in dem Spiel ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Letztendlich kann man sagen, das Spiel hat viel Potenzial und ja, das war es dazu. Ich will ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber bei anderen Dingen muss ich dann doch ins Detail gehen und dann nehme ich dir ein bisschen was vorweg, Stefan. Vielleicht sage ich einmal die Hälfte und du ergänzt es dann. Also Master of Orion von Wargaming, kein Free-to-Play, Vollpreistitel, geiles Artwork und sehr schöne Gefühle im Bauch, während man sich das angeguckt hat, wie es vorgespielt wurde. Vor der Nase. Vielleicht kannst du noch mal ergänzen? Ja, Stefan, dann ergänz mal. Ja, dann ergänze ich mal. Was eben ganz cool war, die Info von Wargaming, dass sie gesagt haben, dass sie eben es geschafft haben, vom ursprünglichen Team, also von dem ursprünglichen Master of Orion Serie, eben fünf Entwickler ins Boot mitgeholt zu haben, die so ein bisschen darauf achten, dass dieser Spirit eben von dem Original rüberkommt. Und der Composer für den Soundtrack ist auch der die Musik für die ersten Teile gemacht hat. Jetzt eben natürlich mit moderner Technik und hört sich super an. Trotzdem, du erkennst die Melodien wieder. Super gemacht, ja. Auch die Benutzeroberfläche sehr modernisiert, entschlackt. Super. Ja, das war dein Highlight. Eins. Ich hatte auch ganz viele Highlights. Ich habe Destiny, den neuen DLC gesehen. Horizon gab es eine Präsentation. Da hat man so diesen riesigen Dino gesehen, den man auch auf der Pressekonferenz gesehen hat. Und da haben sie auch gesagt, man kann wirklich fast jedes Teil von diesem Vieh abschießen. Also sehr, sehr taktisches Spielelement und wird ein sehr taktischer Kampf. Apropos Kampf, wir haben beide noch ein Highlight gesehen heute. Ja. Kingdom Come Deliverance. Richtig, war auch sehr cool. Da gibt es auch ein Fazit von uns vor der Messe. Könnt ihr euch bei uns auf den Videoseiten anschauen. Die Grafik hat mich so ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Du hast ja noch eine frühere Version gesehen. Ja, das ist das Schöne. Also ich habe das ja von Anfang an mitverfolgt mit der ersten Tech-Demo. Und wenn du siehst, wie das Schritt für Schritt jetzt besser wird, das Kampfsystem jetzt integriert worden ist, sieht man ja. Haben sie uns heute ja gezeigt mit dem Schwertkampf. Super. Also wenn das so sich weiterentwickelt, dann wird das auch hoffentlich ein richtig schönes Game. Ja. Was auch immer besser wird, wird die Messe und morgen haben wir wieder ein Fazit für euch und da sind wir schon gespannt, was wir alles sehen werden und was wir euch berichten können. Also bleibt dran und schaltet morgen an gleicher Stelle bei Devolver wieder ein. Ja, wir werden genau hier stehen, genau hier, da. Wir bewegen uns auch gar nicht fort. Wir sind hier bei den Entwicklern von Devolver. Nein. Devolver. Devolver.